Frust beim Malen. Jeder kennt das. Was im Kopf so schön war, kriegt man einfach nicht zu Papier. Man kommt nicht in den Flow oder man hängt in der Ugly Stage fest und fragt sich, ob aus diesen Farbklecksen überhaupt mal ein schönes, detailliertes Bild werden kann. Wie ich mit diesen Frustmomenten umgehe, das zeige ich euch heute. Das sieht ja alles voll scheiße aus. Ich glaube, ich mache nur noch mit den Outlines und dann höre ich auf, sonst bringt das hier alles nichts mehr. Ich will nicht aufgeben, aber das ist nichts. Ugly Stage. Was ist denn das überhaupt? Die Ugly Stage ist der Zeitpunkt im Malprozess, an dem das Bild am unschönsten aussieht. Wenn die Grundfarben gesetzt sind, aber Schattierungen und Details fehlen, kann das Bild oft flach, langweilig und einfach auch schief und falsch aussehen. Wenn diese ganzen kleinen Details fehlen, steigt bei uns der Frust, denn wir haben das Gefühl, wir werden es niemals noch drehen können. Durch Social Media hat man oft das Gefühl, dass es diese Ugly Stage bei anderen Künstlern gar nicht gibt. Denn entweder wird sie oft übersprungen oder sie wird nur so kurz gezeigt, dass man sie gar nicht richtig wahrnehmen kann. Das vermittelt natürlich den Eindruck, als würde der Künstler sich das fertige Bild einfach so aus dem Handgelenk schütteln. Hinzu kommen auch noch unrealistische Malprozesse, so wie dieser hier, bei dem jemand malt wie ein Drucker, oder dieser hier, wo jemand mit beiden Händen und beiden Füßen gleichzeitig malt. Mag ja sein, dass Leute sowas üben und auch können, aber mit der realistischen Herangehensweise hat das meistens sehr wenig zu tun. Das muss einem einfach bewusst sein, weil sonst traut man sich immer weniger zu. Das bedeutet, die Ugly Stage gehört einfach dazu und muss überwunden werden. Wenn ich in der Ugly Stage angekommen bin, habe ich manchmal das Gefühl, da einfach nicht mehr herauszufinden. Ich bin also selber nicht frei davon, Frust zu empfinden. Aber es gibt ein paar Sachen, die für mich dann ganz gut funktionieren. Um der Frustration von vornherein entgegenzuwirken, mache ich es mir persönlich immer schön gemütlich und bequem. Kerzen, Duftöle oder Tee helfen dabei, mit einer positiven Stimmung in das Bild zu starten. Denn das Mindset muss stimmen. Überhaste dich nicht, sondern geh alles ganz entspannt an. Ein Fehler, den man dann oft macht, ist, überall zu arbeiten, statt sich auf kleine Dinge zu konzentrieren. Hier fehlt noch ein Schatten, da ändere ich noch eine Kontur. Aber das Bild fängt einfach nicht an, sich zu definieren. Man hat das Gefühl, man dreht sich im Kreis und man macht so viel, aber irgendwie ändert sich einfach nichts. Was mir dann immer hilft, ist, dass ich mich auf einen Teilbereich konzentriere. Sagen wir, auf dem Bild ist ein Blumenstrauß zu sehen. Dann nehme ich mir ein einziges Blatt heraus und arbeite das komplett detailliert aus. Ist das erfolgreich, bekomme ich erst dann ein richtiges Gefühl, wo die Reise für das Bild hingehen könnte. Und das beflügelt mich dann meistens, das nächste Element und wieder das nächste Element zu bearbeiten. Ich versuche, jedes Element für sich zu sehen und nicht das große Ganze im Kopf zu haben. Weil sonst fühle ich mich erschlagen und verliere den Mut. Und vor allem sehe ich den Fortschritt dann nicht so gut. Also, mein kleiner Tipp, in kleinen Schritten und kleinen Teilbereichen arbeiten. Wenn ich der Meinung bin, dass das Bild fertig ist, hilft es mir auch oft, nochmal ein Foto von dem Bild zu machen. Dann kann ich nämlich plötzlich Fehler sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Oder ich bemerke, dass die Wirkung nicht rüberkommt, die ich erzielen wollte. Du kannst diese Hilffotos natürlich auch während des Prozesses immer mal wieder machen, um zu überprüfen, ob das Bild für dich in eine richtige Richtung geht. Nun ist das Bild fertig, aber man ist immer noch nicht so ganz zufrieden. Man findet zwar keine Fehler mehr, aber der Gesamteindruck will irgendwie nicht so richtig seine Wirkung entfalten. Das liegt nicht selten daran, dass man zu wenig Distanz zu diesem Bild hat. Und damit meine ich jetzt nicht die räumliche Distanz, sondern vielmehr die zeitliche und emotionale. Wenn man gerade erst fertig ist, hat man sich gerade stundenlang mit den kleinsten Details befasst. Man sieht dann zum Beispiel keinen Tropfen mehr, sondern man sieht die einzelnen Arbeitsschritte und die einzelnen Farben, aus denen er gemalt ist. Man steckt immer noch gedanklich so in den einzelnen Schritten drin, dass es euch natürlich schwerfällt, das große Ganze zu beurteilen. Bei mir selbst ist mir auch schon aufgefallen, dass der Blick auf meine Bilder sich nach ein paar Tagen immer etwas ändert. Denn dann sehe ich nicht mehr die einzelnen Teile, aus denen das Bild besteht, sondern die Summe und die Wirkung daraus. Und oft bin ich dann auch viel zufriedener, als ich es direkt nach dem Malen war. Also urteilt nicht vorschnell über eure Bilder, sondern lasst euch ein bisschen Zeit. Sehe deine Fehler nicht als Niederlage. Dass du diesen Fehler jetzt gerade siehst, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Denn dann kannst du daran arbeiten, diese Fehler nicht zu wiederholen und vielleicht sogar schon in diesem Prozess zu korrigieren. Vertraue darauf, dass du mit der Zeit Fehler immer früher erkennst und sie irgendwann nicht mehr machst. Natürlich wird dir das nicht immer sofort gelingen, denn das braucht natürlich Zeit.
Indem du dir aber immer und immer wieder sagst, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, traust du dir mehr zu, weil du keine Angst mehr davor hast. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen und ihr konntet ein paar Tipps daraus mitnehmen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss!